herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich grüße euch heute zu einem First Impression oder Second, Third, Fourth Impression von Produkten, die ich die letzte Zeit bekommen habe, die ich mir gekauft habe. Und ich zeige euch ganz, ganz schnell, was es ist und dann gehen wir schon in das volle Gesicht rein. Ich habe als Foundation euch heute noch mal ein bisschen näher die Dream Satin Liquid Foundation von Maybelline. Und zwar habe ich mir die jetzt in einer anderen Farbe gekauft. Also ich habe mir die jetzt mal in der richtigen gekauft und zwar in der Farbe Fawn. Die Farbe Fawn passt perfekt. Also das ist jetzt trotzdem gelb untertonisch, aber natürlich nicht so dunkel wie die andere. Die andere werde ich ein bisschen untermischen, wenn es praktisch im Sommer ein bisschen zu hell ist. Also würde ich sagen, ich habe da jetzt einen besseren Verbrauch von. Dann habe ich sehr, sehr cool von Makeup Revolution mir endlich diese Liquid Highlighters gekauft. Und zwar in der Farbe Rose Liquid und in der Farbe Euphoric Gold. Welche ich davon benutze? Ich denke, ich werde eher den hier benutzen. Ich habe beide schon auf dem Handrücken getestet. Und die sind sehr, sehr vielversprechend. Ich bin echt gespannt. Und dann habe ich noch ganz süße zwei kleine LE-Produkte. Und zwar ist es die Essence Would You Love Me? Und zwar schaut mal, wie ist das nicht süß? Also erst auseinander, dann zusammen, auseinander, zusammen. Und zwar fand ich diese Pen-Größen Hammer. Ich habe da dieses Grün, Beige und diese Brauntöne. Ich war schon in ein paar drin und ich fand die jetzt wirklich überhaupt nicht schlecht. Also die zeige ich euch, die ist aktuell. Dann habe ich noch den passenden Blush-Highlighter-Kombi und zwar wieder in so einer ultra süßen Verpackung, auch mit so Vögelchen drauf. Und das wären die Highlighter-Töne. Highlighter, sehr schön. Den Blush habe ich schon einige Male benutzt und der ist richtig toll. Also das wandert auch gerade immer in meiner Tasche rum. Dann habe ich noch eine ganz tolle neue Makeup Revolution Palette. Und zwar ist das die Reloaded Palette. Die kostet gerade mal 5 Euro, hat absolut Subculture Farben. Muss aber sagen, für 5 Euro, ich glaube 5,25 Euro oder so, die anderen davon sind auf dem Weg. Also es gibt noch drei andere. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschenkidee. Sind klein, hat jetzt keinen Spiegel, aber ich muss sagen, ich nutze die eh nicht. Ich benutze eigentlich immer andere Paletten zum Benutzen für Close-Ups oder so. Und das ist halt eine ganz tolle Palette. Ich habe die jetzt schon dreimal benutzt und ich finde sie ganz toll. Nur ich möchte sie auf jeden Fall euch ans Herz legen, damit ihr seht, wie die halt funktioniert. Und dann habe ich nochmal zwei Highlighter und zwar die neuen Ingot Highlighter. Und zwar sehen die aus wie so kleine Goldbarren. Das ist einmal hier diese goldfarbene, das ist auch die Farbe Gold. Und ihr seht ja, ich bin da jetzt schon ein paar Mal reingegangen. Mega gut. Und dann bin ich in Rose Gold, habe ich mir noch gekauft. Allerdings ist die Farbe für mich eher als Blush zu benutzen, weil die ist so ein bisschen, also hat eine geile Strahlkraft, aber setzt sich sehr auf mein Make-up. Das mag ich nicht. Neu, neu, neu. Und was ich auch habe, wo ich denke aber, da wird es nochmal ein separates Video zu geben, aber ich möchte euch gerne schon mal vorab zeigen, sind die neuen Makeup Revolution, ich zeige euch mal einen davon, die neuen Makeup Revolution Concealer. Ich habe die Farbe C5, C8 und zum Konturieren habe ich die C13. Dadurch, dass jetzt gerade sehr, sehr weit gefächert über die neue Tarte Shape Tape Foundation jetzt nicht so gut gesprochen wird, weil die Farbauswahl halt sehr gering ist, wollen halt ganz arg viele YouTuber komplett weg vom Tarte Shape Tape. Mein Gott, ist das ein Name, ein Zungebrecher. Und ich habe jetzt noch nie einen gehabt. Also ehrlich gesagt, so krass schlimm sieht man gar nicht aus, dass man für 30 Euro einen Concealer braucht. Ich bin halt auch einer von diesen Leuten, die das, glaube ich, auch nicht einsieht. Und ich habe unnormal geile Reviews über die gesehen und habe mir die natürlich am ersten Release-Tag schon bestellt. Ich habe die jetzt schon 2-3 Mal benutzt und ihr könnt echt gespannt sein. Bist du ganz neu auf meinem Kanal, dann abonniere ihn doch ganz gerne. Ich möchte bitte in den nächsten Monaten die 500 Abonnenten mal knacken, weil es zieht sich, meine Güte. Und ich hoffe, wie gesagt, dass dieses Video dann auch sehr, sehr viel Spaß macht. Und lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da. Kommentiert sehr gerne, ob ihr von den Produkten etwas näher sehen wollt. Wie gesagt, zu dieser Foundation eine Review oder jetzt speziell zu den Concealern, wo ich jetzt eh eine machen werde.
Und wie gesagt, bevor wir irgendwie zu viel schwätzen, gehen wir ab. Wir In die starten wie Reviews. immer mit einem geprimten Gesicht. Und zwar habe ich jetzt hier den High Adherence Silicone Primer von The Ordinary. Den habe ich mal in einem Haul euch gezeigt. Der funktioniert bei mir sehr gut. Also er ist sehr porenfüllend und auch sehr angenehm auf der Haut. Und wir starten jetzt mit der Dream Satin Liquid Foundation in der Farbe von Maybelline. Maybelline hat meines Erachtens wieder einen super Job gemacht. Eine ganz, ganz tolle, sehr leichte Foundation rauszubringen, die trotzdem, also ich mache mal euch das halbe Gesicht, damit ihr mich, ah, mein Spiegel, damit ihr praktisch genau sehen könnt. Ich habe mein Handy jetzt ein bisschen höher gestellt, beziehungsweise das Filmobjekt. Also, ich habe mit dieser Foundation also mal wieder einen echten Schuss gesetzt. Also, ich bin sowieso der Meinung, dass Maybelline eines der besten Foundations auf den Markt rausgebracht hat. Mit der Superstay 24 Hours. Also, egal welche Reviews ich mir angucke, deutsche, englische, amerikanische YouTuber, die sind eigentlich durchweggehend mega begeistert von dem Produkt, ja. Also sehr sogar. Und da muss ich einfach echt sagen, das kann ja gar nicht lügen. Also ich habe jetzt auch schon, ich glaube, die dritte oder vierte Flasche von der Foundation aufgebraucht, aber innerhalb, also ich brauche so knapp eine Flasche in 1,5 Monaten. Ich benutze die ja jetzt auch schon 8, 9 Monate und also ich glaube 8 Monate. Also eigentlich direkt vom ersten Tag. Ich meine, ich war letzten Monat schon draußen. Letztes Jahr im Sommer irgendwann. Und ich fand die so gut. Ich habe jetzt insgesamt 2,5 Pumpstöße benutzt. Und ich muss sagen, das Bild ist sehr, sehr ebenmäßig. Gehen auch direkt in den Concealer rein. Weil heute mache ich ein schnelles Make-up, ein sehr schlichtes Make-up. Also ich werde jetzt von dieser Palette jetzt auch nicht die krassesten Farben rausnehmen. Weil das ist jetzt wirklich so mein Work-Make-up, ja. I'm gonna work. Und ich klopfe mir schon ein bisschen was von einem Cody Elspan, weil das brauche ich auch jetzt demnächst. Jetzt gehen wir in die Concealer rein. Die Concealer kosten 4,99 €, die Foundation 9,99 €. Aktuell diese Woche bis zum 21. Januar läuft, wenn ihr unter den Code NEU20 bei Douglas Online eingibt, auf die Neuheiten 20%. Und da geht auch diese Foundation mit rein, die ich mir darüber halt jetzt im Backup bestellt habe. Und zwar gehen wir jetzt mal in die Farbe C5. Das Einzige, was ich jetzt echt bemängeln muss bei dieser Make-up Revolution Auswahl, ist, dass ich im Prinzip nur ganz schwer meine Farbe rausgekriegt habe. Also ich habe ganz schwierig meine Farbe aussuchen können, weil einfach, also ihr seht halt nur diese Flasche und einen so ein, ich sag jetzt mal, künstlichen Fleck irgendwo auf einer weißen Wand und ihr könnt eigentlich nicht richtig einschätzen, was ist jetzt genau gut, was ist jetzt die richtige Farbe. Das ist ein bisschen schwierig. Und ich habe jetzt ein bisschen testen müssen. Mit der C5 fahre ich eigentlich ganz gut. Ich habe mir jetzt aber auch nochmal C4 und C2 bestellt, weil alles dazwischen so ein bisschen ganz grob, also die ungeraden Zahlen von diesen Concealern sind oft sehr pinkstichig. Also ich habe mir die Swatches angeguckt bei diesen Make-up Revolution Leuten. Ich kann euch da auch gern ein Video von der Tammy, die heißt so, hier unten verlinken. Da könnt ihr ganz genau sehen, wie ungefähr die Farben aussehen, aber auf dunkler Haut halt. Und ich glaube, ich habe mal die Sove Does Nails hat auch so ein Video gemacht. Vorab, die Concealer lassen sich spielend verblenden. Es ist ganz übel. Ich habe keinen einzigen Concealer. Ihr geht wirklich von innen nach außen in tappenden Emotions und seid ruckzuck fertig. Und ihr seht ja das Hautbild. Also mit diesem Concealer in der Farbe habe ich jetzt keinen highlightenden Effekt. Aber meine Technik, die ich ja so anwende, umpacke ich auch so ein bisschen um die Nase herum, immer noch im Foundation zu lassen. Klappt auch super. Also ich kann da wirklich so drauf tappen, ja. Und einfach nur mega genial. Das ist wirklich eine tolle, tolle, tolle Deckkraft. Ich
brauche jetzt noch ein bisschen mehr hier. Ich habe jetzt auch eine Talgdrüse hier gehabt, die ich mir sogar rausmachen konnte, Gott sei Dank. Das ist, also das sind praktisch so kleine Talgknoten, die ihr halt habt. Die sehen aus wie kleine Pickelchen. Habe ich direkt hier am Augenlid gehabt. Seht ihr das? Hier war sowas Weißes. Das hat mich ja so gestört. Und ich habe dann irgendwann gesehen im Internet, dass man sich das auch rausmachen kann, indem man da ein bisschen rumdrückt. Also, mein Gesicht ist wirklich mega ebenmäßig geworden. Also, ihr seht es ja auch total gut. Ich bin wieder da. Und es macht auch unnormal coole Farben. Ich habe jetzt, also es gibt die in so vielen Farben. Wie gesagt, die Verpackung ist aus Glas. Sehr, sehr schön. Also ich finde die von der Verpackung auch super hochwertig. Und ich habe jetzt einen Trick gesehen von einer YouTuberin, wo ich echt so dastand. Und zwar hat die das Produkt genommen, was hat sie gemacht? Ich tue jetzt nur jetzt schon mal meine Augen setten, damit praktisch das jetzt nicht creased oder irgendwie in eine Richtung läuft, wo ich das nicht jetzt haben möchte. So. Das Cody Ashman benutze ich immer noch wahnsinnig gerne. Das ist echt so ein All-Time-Favorite von mir, wo ich sage, wow, also, so, genug, also ich nehme da immer so die flache Seite. Da, also das ist jetzt so ein Ebelin-Schwamm aus einer LE. Ich glaube, Purple Paradise, genau, da habe ich auch diese tollen Pinsel her. Und ich zeige euch jetzt in der Anwendung, wie ich jetzt eine geile Screen-Contouring mache. Und zwar habe ich jetzt für mich in der Farbe C13 den perfekten Konturton genommen. Ich habe so ein bisschen geguckt, was andere YouTuber genutzt haben. Und ich habe jetzt praktisch nur diesen Bereich gesettet und gehe jetzt praktisch in meine Cheeks. Und zwar gehe ich jetzt hier seitlich, mache ich mir hier da nur ein paar Pünktchen, weil, wie gesagt, ich habe das jetzt einmal vorher getestet. Und da muss ich mich so ein bisschen rantasten. Und nehme dann eine Stippling Brush. Das ist jetzt eine vom Primark, das ist egal, was ihr für eine benutzt. Und dann geht ihr in Circling Emotions, also sprich in drehenden Bewegungen, über den Concealer. Seht ihr, was ihr damit erreichen könnt? Also, ich habe wirklich, ich stand echt vor dem YouTube-Video und habe so geguckt wie ein Vogel. Ehrlich, ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht sein. Also, die lassen sich genauso einfach verblenden, so auf pudrigen Konsistenz. Also, ein bisschen Puder ist da ja drunter. Ihr seht, das ist wirklich, wenn ihr einfach nur drüber fahrt, einfach mal weg, ja. Das ist jetzt nur ein ganz leichtes, aufgebräuntes Effekt. Ihr könnt, ich habe mir jetzt einen ganz aschigen Braunton davon bestellt, dass ich praktisch damit hardcore, schaut mal. Ich gehe jetzt hier einfach über den Concealer drüber. Und das, damit es halt natürlich mega schön aussieht, müsst ihr natürlich euch sehr viel Mühe geben und auch schön ausblenden und so. Aber rein theoretisch bräuchte ich jetzt mein Gesicht gar nicht bronzen, Leute. Also das werde ich jetzt auch nicht tun. Also das ist jetzt wirklich genau die richtige Menge an Bronze, was ich jetzt auch immer so haben möchte. So, fertig. Und hier bei auf der Jawline, also hier unten, oh, ich sage immer so englische Sachen, hier unten praktisch am Kinn, nehme ich einfach das Restprodukt und schmier mir das praktisch noch den Hals runter, weil ich mag das jetzt nicht so in dem Sinne. Hier an der Lippe erzeuge ich auch immer einen Schatten, damit diese untere Lippe etwas größer aussieht. Und diese Concealer sind meines Erachtens für mich jetzt schon dieses Jahr der Bringer überhaupt. Wie gesagt, das ist so günstig. Also wie gesagt, 4,99 bei Tambeauty bestellen. Die kommen euch direkt vor die Haustüre. Ohne Zoll, ohne Probleme, ohne alles. Und ich finde sie enorm geil. Ich gehe jetzt mal, ich denke mal, ich fange jetzt erstmal mit Blush an, genau. Ich nehme meine Tarte Bliss Blush Palette. Die habt ihr ja schon in diesem Haul gesehen. Die verlinke ich euch auch gerne hier oben. Und zwar gehe ich wie immer in meinen Morph-Ton. Ich finde den so schön. Und mache mir ein bisschen die Äpfelchen. Das ist auch für mich, also es wird für mich jetzt keine Marke mehr geben, wo ich jetzt Blushes groß kaufen werde, außer mal so eine LE oder so, wenn ich da drüber stolper. Aber diese Blushes sind für mich die besten, also unnormal verblendbar, gut aufbaubar, einfach nur Hammer. Das
Gesicht ist ja schon gebräunt. Ich brauche jetzt eigentlich nur, ich werde jetzt nur noch ein bisschen mein Kinn setten und die Stirn, und zwar das obere Stück davon. Alles, was praktisch jetzt so ein bisschen abgebräunt ist, das lasse ich jetzt einfach so, wie es ist und fege das dann wieder runter. Ich habe mir dadurch halt schon wieder voll die Arbeit gespart, muss ich echt sagen. Ich bin da so eine Faule. Ich habe jetzt, wie gesagt, von der Konturierfarbe oder Bronzefarbe nochmal zwei bestellt. Ich habe mir ein paar Concealer noch ein bisschen heller bestellt. Aber ich finde das Hautbild unnormal cool. Also für Augenbrauen habe ich jetzt nichts Neues. Da benutze ich einfach den Make Me Brow von Essence. Ich mag den sehr gerne. Also ich benutze die allgemein sehr gerne, weil ja, also ich werde gucken. Ich bin mir jetzt noch nicht so sicher, ob ich meine Augenbrauen je nochmal nach Microbladen lasse, weil ich muss halt sagen, ich muss trotzdem halt nacharbeiten und also ich habe jetzt auch die ein bisschen heller stechen lassen und ich muss euch ehrlich sagen, der Schmerz war enorm. Also ich war so ein Baby. Also, ich habe noch zwei Kajalstifte aus dieser Essence LE, die nehme ich jetzt natürlich auch noch. Dann gehen wir mal in die Palette rein. Und zwar beginnen wir mal mit diesem Ton. Da leider sind da keine Namen dabei, aber das ist eigentlich nichts Neues für diese Marke. Also ich erinnere mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht an Paletten, wo jetzt krasse Namen draufstehen. Ich glaube bei dieser Live on the Dance Floor Palette, also bei diesen größeren muss ich gerade mal gucken. Doch, da sind diese Cheats drin, aber das war jetzt bei dieser kleineren nicht. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt einfach in diesen Hautton zum Setten meines Concealer- und Make-up-Gemischs. Das mache ich einfach immer, damit praktisch meine Augen halt nicht irgendwie komische Farbdinge annehmen. Dann nehme ich einfach einen Essence-Pinsel, den nehme ich ja immer, und gehe jetzt in diesen senffarbenen Ton hier direkt rein, in diesen orangenen. Also der daneben, der ist mir jetzt nicht orange genug in die Richtung, wo ich gehen will. Und ihr seht ja, also egal, welche Palette ich von Make-up Revolution bestellt habe, ich habe noch nie eine Enttäuschung erlebt. Ich war noch nie irgendwie enttäuscht für das Geld, sagen wir mal, zu wenig bekommen zu haben. Ich werde das auch hier zentral auftragen und auch auf dem beweglichen Lid noch ein bisschen. Ich war immer super begeistert von den Sachen. Ich war noch nie wirklich enttäuscht. Weil, also, da stimmt irgendwie die Qualität halt irgendwie immer. Also, das ist faszinierend, ist selten, muss man echt sagen, weil normalerweise gibt es ja Marken, die wirklich so enorme Unterschiede aufweisen. Ich gehe jetzt mal in diesen braunen Ton und zentriere das schön im Außenbereich meines Augenwinkels. Da ist auch ein sehr cooler Ton dabei, und zwar dieser super aschige. Den muss ich auch noch mal in einem anderen Look testen. Also ich werde jetzt heute einen sehr neutralen Look schminken. Und ich habe mir überlegt, mir so die Highlighter so ein bisschen hier aufzutragen, weil ich sehen will, ob die auch so ein bisschen als Liquid Eyeshadow. Also ich will das mal austesten. Ihr könnt halt auf zwei verschiedene Art und Weisen. Also ich zum Beispiel, ich fange immer an in kreisen Bewegungen und gehe dann ein bisschen so meinem Auge entlang. Ich habe ja vorhin das Orange hier gehabt, diesen Senfton, den nehme ich dann zum Ausblenden. Dann bleibt das alles so ein bisschen in der Farbfamilie und verläuft nicht. Ich mache, wie gesagt, einen sehr schlichten Look. Baboom-Looks kommen noch. Richtung Frühling wird es dann auch ein bisschen bunter. Aber ich stehe jetzt gerade irgendwie auf dieses Klassische. Gerade in der Arbeit ist das echt praktisch. Dann nehme ich jetzt diesen Liquid Highlighter. Ich bin mir noch nicht sicher, in Rose Gold. Ich denke mal in Rose Gold. Und ich zeige euch mal geschwind die krasse Kraft darüber. Warte. Könnt ihr das sehen? Richtig geil. Und jetzt gehe ich mit diesem Pinsel da rein und verteile ein bisschen hier in meinem Auge. Und das klappt eigentlich ganz gut. Selbst wenn ihr praktisch dadurch nur einen leichten Glow erreicht, reicht es oft den meisten schon komplett aus. Ihr seht ja praktisch dadurch, dass ich sowas wie ein Cut Crease ziehen kann. Die sind sehr klebrig. Ich könnte mir die auch super als Glitzeruntergrund vorstellen.
Weil welcher Mensch braucht so viel Highlighter? Also ich nicht. Aber muss ja alles testen. So an Augeninnenwinkel mache ich auch noch gleich was. Lässt sich doch sehen, oder? Auch mit der Chance, dass es jetzt creasen wird, bin ich jetzt eigentlich nicht unzufrieden. Also kann man machen, ja. Das ist jetzt nur mal so eine Idee von mir. Also das muss man nicht tun. Aber ihr kriegt mit der Zeit ein echt gutes Gefühl dafür, bei welchen Produkten sowas gehen würde und bei welchen nicht. Man kann auch zum Beispiel die Hände sehr gut zum Ausblenden benutzen. Was so gerade sehr gut funktioniert, muss ich sagen. In der Corner-Highlight noch den Rest verbraten. Ich würde sagen, läuft bei mir. Also ist gut. Also kann man so tragen. Ich werde jetzt geschwind Wimperntusche auftragen und bin Wer gleich wieder zur da. Hölle hat Mascara entdeckt? Also ich habe mir jetzt gerade fett ins Auge getitscht. Aber wir machen jetzt mal weiter. Ah, ist das ja furchtbar, ja. Ich lasse das Auge jetzt mal ein bisschen so, weil es ist halt echt anstrengend. Die Palette lässt sich super verblenden. Ihr seht, der Look ist super einfach geworden. Wenn ich jetzt noch diesen schwarzen Ton nehmen würde und ein bisschen tiefer reingehen würde, würde ich, glaube ich, auch einen tollen Club-Look rauskriegen. Also richtig geil, richtig geil. Ich werde jetzt als Highlighter nicht die Liquids nehmen, sondern dieses Gerätchen hier. Und zwar ist es ein, ja, Brick Highlighter in so einer goldenen Farbe. Und ich hatte mich beim ersten Auftrag gewundert, wie wenig Gold es eigentlich ist. Ist so ein richtig toller, subtiler Schimmer, den ihr aber auch richtig krass aufbauen könnt. Seht ihr das? Ihr könnt es sehr gut, also das Gold ist unnormal gut verblendbar. Ihr könnt da sehr gut mit arbeiten. Ihr könnt da halt richtig schön reingehen und eurem Gesicht halt so ein bisschen geküsste Wärme geben. Wenn ihr den nass auftragt, das habe ich ja schon gemacht, weil ihr seht es ja in der Mitte, ist der richtig blinding. Dafür habe ich ihn aber nicht gekauft, weil für Blinding habe ich meine Becker Highlighter. Und die sind auf jeden Fall richtig schön. Also ihr könnt den praktisch auch so ein bisschen zum Abpudern verwenden. Die Liquid Highlighters, ich kann da schon den goldenen Ton, den kann ich jetzt auch noch ein bisschen auftragen, wenn ihr möchtet. Weil das ist jetzt. Also für diesen goldenen Ton gehe ich einfach in meinen Make-up-Sponge und trage mir den hier auf. Und der hat halt richtig Wumms, Leute. Schaut mal. Der muss aber sehr gut verblendet sein, sonst sitzt der so auf der Haut. Das geht halt nicht. Seht ihr das? Moment. So, da kommt der Wumms. Also, ihr, da müsst ihr halt wirklich schön drüber gehen und halt schön verblenden, damit das nicht so auffällig auf der Haut sitzt. Das ist sonst richtig hässlich. Das ist nicht schön. Die Highlighter von hier und die Blushes, die kann ich euch kurz sagen. Ich habe die jetzt nicht verwendet. Der Blush, der ist sehr pudrig, aber sehr schön von der Farbe. Er lässt sich auch super verblenden. Und der Highlighter gefällt mir sehr, sehr gut, weil der ist so goldfarben. Den könnte ich jetzt hier auch als Topper benutzen. Damit es dann vollends mich wegbeamt. Also, diese Kombination aus den Cremen. Produkten müsst ihr einfach für euch testen. Ich habe, wie gesagt, festgestellt, dass meine Kontur halt sehr gut hebt durch dieses. Ja. Und ich habe jetzt noch, wie gesagt, diese Palette hätte ich jetzt noch. Die benutze ich aber in irgendeinem anderen Video mal. Da fand ich dieses Braun sehr cool. Also ich swatche euch mal gerade das dunkle Braun. Krümelig, aber sehr cool von der Farbe. Das Grün kann ich euch. Dieses dunkle Grün ist auch sehr schön. Dieses helle Grün ist auch. Das helle Grün ist etwas schwach, muss ich sagen. Also, das würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Essence hat eigentlich ganz gute Produkte, aber jetzt diese Palette ist etwas schwächer. Aber trotzdem, man kann mit ihr was anfangen. Also, es ist jetzt kein super Fail-Produkt oder so. Das nicht. Jetzt ist mein Auge endlich mal wieder nicht am Heulen. Ich werde jetzt, glaube ich, mal diesen hier benutzen. Oder diesen, ich weiß gar nicht. Ah, ich nehme jetzt diesen braunen, das braune Ende davon. Und zwar sind es einfach Eyeliner.
Einfach so ganz normaler Holz-Eyeliner. Den gebe ich mir jetzt hier unten auf die Wasserlinie. Farbabgabe ist sehr gut. Was ich halt bei diesen Stiften immer scheiße finde, deswegen mag ich diese Gleitstifte lieber. Diese Stifte, die ihr praktisch so rausdrehen könnt, weil ihr einfach eine abgerundete Ecke habt und das ist mir halt einfach persönlich lieber. Weil diese Holzstifte können unnormal wehtun. Also ich finde die Farbe sehr schön. Da ist jetzt auf der anderen Seite ein so ein Ton drin. Den kann man, glaube ich, in dem inneren Wasserlinie auftragen. Das mache ich jetzt auch. Seht ihr das? Also das Weiße. Ist sehr schwer, einen Eyeliner zu finden. Der ist waterproof übrigens, der Stift. Wo ihr praktisch jetzt beides habt. Ich finde den ganz hübsch, muss ich sagen. Wie gesagt, diese Palette würde ich euch auch empfehlen. Die ist richtig toll. Also ich habe die jetzt gestern mal verwendet für die Arbeit. Was nehme ich jetzt noch für ein Lippenprodukt? Ich nehme jetzt ein Lippenprodukt, was ich jetzt schon lange nicht mehr hatte. Weil da sind jetzt neue Farben rausgekommen. Die werde ich mir jetzt bei Douglas auch bestellen. Und zwar diese Superstay Matte Inks von Maybelline. Also ich habe hier die Farbe Lover. Und eigentlich sind die Farben unnormal schön. Das Problem ist halt bei diesen, nur das Tragegefühl. Aber ich habe mich jetzt mal durchgerungen. Ich will das jetzt nochmal testen, damit ich jetzt hier eventuell, ja, möchte ich mir gerne die Nude-Versionen davon kaufen. Das sind drei Farben, die mir super gefallen. An sich, Auftrag sehr, sehr cool, weil das ist so ein Herzapplikator, wie ihr seht. So ein richtig toller Herzapplikator. Super geil vom Auftrag. Aber das Finish wird halt super klebrig. Ich weiß gar nicht warum. Und ich muss das jetzt noch mal ein paar Tage testen, bevor ich mir die neueren kaufe. Weil wenn mir das halt echt gar nicht gefällt, bin ich halt echt nicht der Typ dafür. Ich finde halt so Finishes sehr wichtig, dass die euch zusagen. Weil wenn euch das Tragegefühl echt nicht gefällt, muss ich sagen, würde ich auch aufs Verrecken keine anderen Farben kaufen. So, das war wie gesagt meine Review zu den ganzen Produkten. Die besten Sachen sind eigentlich tatsächlich die Concealer von Makeup Revolution. Ich denke nicht, dass sie in den Rossmann reinkommen werden, weil dafür sind sie einfach zu neu. Ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass Makeup Revolution noch mit Foundation kommen wird. Ach, klebt schon. Ich muss jetzt mit offenem Mund sprechen, weil das Zeug klebt schon. Und auf jeden Fall, die Makeup Revolution Concealer sind unnormal. Also ihr habt ja gesehen, wie krass schnell die sich verblenden lassen. Ihr könnt euch dunklere Töne, das würde ich euch echt empfehlen, wenn ihr euch im Cream Contouring noch nicht so ausgetestet habt, dass ihr einfach diesen Applikator, also ich zeige euch nochmal den Applikator. Der Applikator ist halt wirklich super präzise. Das ist so ein richtig fetter, also ihr seht ja so, für die Lippe, das ist so, bei Trended Up habe ich einen. Der ist auch so ein minzig schmeckender und der ist zum Beispiel auch so, dass der Applikator unnormal groß ist und das Hautbild ist sehr, sehr gut. Also ihr habt wirklich unter den Augen keine trockenen Stellen, es hält sehr gut, das Setten überhaupt kein Problem. Ich habe es auch noch mit einem anderen Setting Puder probiert, ich glaube so einem Translucent von Maybelline, war auch gar kein Problem, das klappte auch einwandfrei und auch in Kombination mit zum Beispiel meinem Mario Badescu Face Spray oder dem Fix Plus habe ich. So. Das ist übrigens super wichtig, wenn ihr mit eurem Make-up fertig seid. Nicht Setten vergessen. Ich benutze dann dieses Balea Tone Perfection. Weil der Mist ist auch ganz cool. Ist ein bisschen grob, aber geht. Und so, jetzt kommt das. Und wie gesagt, die Concealer finde ich sehr, sehr cool. Also ich habe wirklich null Probleme mit Concealen und mit dem ganzen Ausbuffen der ganzen Produkte. Und ich hoffe, wie gesagt, dass diese Review euch sehr, sehr gut gefallen hat. Es ist ein sehr schlichter Look geworden. Übrigens, das Lippenprodukt ist jetzt doch nicht so schlimm. Und wie gesagt, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Und wir sehen uns auf jeden Fall bald, bald.